Noch ein Außenposten voller Rebellen. Zeit, den Anführer zu finden und zu erledigen. Habe ich irgendwas, um sie mit Löschwasser zu beschießen? Ein Koch kann damit bestimmt was anfangen. Sie wissen, Gerha sagte, der alte Wachturm sei bei den Wasserfällen. Zeit, die Soldaten nach Hause zu schicken. Zum Tunnel graben.
Löschwassermunition dürfte das hinkriegen. Jägerin wird zur Gejagten.
eine Brutstätte? Scheint unter Wasser zu sein. Und schwer bewacht. Aber wenn ich den Kern erreiche, finde ich bestimmt Daten zur Überprüfung neuer Maschinen. Na! Die Maschine hält Kälte gut aus. Frost bringt nichts. Gaias Koordinaten für den Meter sind ganz in der Nähe. Thank you.
werde ich brauchen. Sie ist schwach gegen Schock. Ein Färber kann das gebrauchen. Was ist hier passiert? Es waren alles Teller. Jemand hat es geschafft, eine ganze Truppe auszuschalten. Eins ist sicher, ich bin hier draußen nicht allein. Vorrücken! Okay, wer auch immer die sind, wir werden mit Sicherheit keine Freunde. Ich muss an diesen Gegnern vorbei und in die Ruinen. Thank you.
Jetzt ist sie fertig! Los! Ich erlebe sie! Ich mache sie! Sie ist da! Verschwindet den Ort! Haltet sie! Und warum sind sie auf Blut aus? Ich sollte schnell zu Demeter, falls noch mehr von denen kommen. Laut Gaia muss es irgendwo hier drin sein. Das sieht aus wie ein altes Büro. Ein Vorrat schadet nie. Die branchenführende Biotech-Forschungsanlage von Faro Automated Solutions. Agritech. Umweltsanierung. Biomüllentsorgung. Was auch immer Ihr Unternehmen benötigt, im Treibhaus helfen wir Ihnen bei der Problemlösung. Ganz natürlich. Noch eine Faro-Forschungsanlage. Führende Biotech-Forschungsanlage von Faro Automated Solutions. Eine Metallblume. Demeter sollte gleich hinter dieser Tür sein, aber diese Ranken blockieren den Weg. Falls ich sie nicht durchtrennen kann, muss ich einen anderen Weg finden.
Ein Raum ohne Ausgang. Toll. Aber immerhin gibt's eine Konsole. Ein Protokoll. Ich habe gerade mit der US Robot Command telefoniert. Die Zeit läuft uns davon. Hab mich nicht getraut, Harris zu sagen, dass unser Heilmittel schlimmer als die Krankheit sein kann. Auch wenn Diamantranken funktionieren, müssen wir noch beweisen, dass wir die Pflanzen wirksam eindämmen können. Aber Kabels Team arbeitet drüben bei Teststation Efeu daran. Er wird es schaffen. Ganz bestimmt. Diamantranken. Noch ein Geheimprojekt. Sie haben hier die Metallblumen und die Ranken gemacht, dann erfahre ich vielleicht, wie man sie zerstört. Wenn ich Teststation Efeu finde. Und wie komme ich hier jetzt raus? Schon wieder. Wer auch immer die sind, sie wollen mich töten. Ich muss aufpassen. Könnte die Soldaten leise ausschalten. Eine Barbarin ist auf dem Gelände, hat's an den Wachen vorbeigeschafft. Findet sie, erledigt sie und bringt ihren Kopf zum Leutnant. Verstanden! Mit der Diplomatie ist es wohl vorbei. Genug von dem ganzen verdammten Land. Du! Feuer, kommt jetzt! Feind! Darüber! Mach sie fertig!
Dieses Mal finde ich dich. Schützt den Ort! Tötet sie! Ich kriege dich! Hier, Fremde! Beschützt den Ort! Du hattest einen Hinterhalt geplant, was? Keine Schritt weiter, Barbarin! Diese Leute hätten mit mir geredet, statt mich anzugreifen. Ich muss irgendwie aus diesem Hof raus. Die Tür sieht vielversprechend aus. Ich ergebe mich. Tu, was du willst. Ich wollte nicht gegen deine Freunde kämpfen. Sie griffen mich an. Wenn ich nur durch den Tod dafür büßen kann. Ich werde dich nicht töten, okay? Ich will nur verstehen, was hier los ist. Woher hast du diesen Fokus? Ich gehöre zu den Auserwählten, den Quen. Die Ahnen haben uns allein die Macht des Fokus hinterlassen, das Auge, das das Vermächtnis zeigt. Das Vermächtnis? Das Vermächtnis? Die Wahrheit. Sie liegt in der Dunkelheit und den Ruinen. Zwischen der uralten Asche und den Knochen des Vergangenen, auf das es wartet. Als Wahrsagerin muss ich sie suchen. Zum Wohle meines Volkes. Du suchst nach Daten. Vielleicht können wir uns unterstützen. Wie heißt du? Alva. Zweite Wahrsagerin in der Ostexpedition. Ich bin Aloy. Fangen wir von vorn an. Ich weiß nichts über die Quen. Unser Land liegt jenseits des großen Ozeans. Wir waren noch nie hier. Warum also jetzt? Unsere Heimat wurde von extremem Wetter verwüstet. Schreckliche Stürme und sengende Dürren. Unsere Ernten fallen aus. Unser Volk verhungert. Auf der Lösungssuche wurde vorgeschlagen, dass wir durch die mutige Überquerung des Ozeans nach Landfall des Vermächtnis vielleicht das Wissen erlangen, das unser Volk retten kann. Doch bisher entzieht sich uns das Wissen.
Du sagst, die Ahnen hinterließen deinem Stamm den Fokus. Ja. 13 Wahrsager besaßen diesen hier, seit er in unserer Heimat in den Ruinen entdeckt wurde. Ich trage ihre Namen in meinem Gedächtnis. Du hast also einen, aber keiner der Soldaten da draußen. Jeder hat seine Aufgabe. Die Aufgabe der Wahrsager ist es, das Vermächtnis zu suchen, die Weisheit der Ahnen zum Wohle aller zu deuten und zu beschützen. Also wissen nur die Wahrsager, wie man einen Fokus benutzt. Nicht mal die Herrscherfamilie und sicher keine Soldaten. Wie viele Wahrsager gibt es denn? In Landfall nur eine kleine Gruppe. Zu Hause ein paar Dutzend mehr. Schätze ich. Das wissen nur die Aufseher und ich gehöre nicht zu ihrem Rang. Ich suche einen Ort in diesem Komplex namens Teststation Efeu. Hast du diesen Namen irgendwo gesehen? Nein. Ich habe etwas entdeckt, das wie eine Karte aussah. Aber sie war unlesbar. Verloren. Vielleicht werde ich ja daraus schlau. Da. Jede Menge Dateien. Ich habe sie durchgesehen. Schau im Abschnitt TH-Anlage. Wie gesagt, verloren. Du siehst die Karte nicht? Oh. Dein Fokus ist ein frühes Modell. Dein Betriebssystem kann Dateien von nach Mitte der 2050er nicht lesen. Aber ich kann sie mit dir teilen. Sie teilen? Du siehst das Verlorene und Verbotene. Weder verloren noch verboten, nur ein neueres Format. Da. Dort muss ich hin. Aber das geht nicht. Wir versuchen seit einer Woche tiefer in den Komplex zu gelangen. Der Weg ist durch Geröll blockiert. Was ist mit dem Tunnel? Er wird von hier freigeschaltet. Nein. Ich hielt die da für eine Art Zugangskontrolle, aber ich konnte nicht genug Daten zum Bedienen lesen. Versuchen wir es mit meinem Fokus, okay? Diese Konsolen sollten wohl synchron bedient werden, aber ich bin nicht sicher. Okay. Probieren wir die Konsolen aus? Ich folge dir. Die Ahnen haben uns den Weg gezeigt. Na los, gehen wir. Ich soll mit dir mit. Wir mussten den Tunnel doch zusammen öffnen, oder nicht? Das feinste Labyrinth. Der Karte nach sollte weiter drin noch ein Ausgang sein. Bleib bei mir. Geh voraus. Dass du uns reingebracht hast. Ich hatte Angst, länger mit den Soldaten dort bleiben zu müssen. Wie sie die Barbaren abschlachteten, die sich näherten. Als ob es ihnen gefallen hätte. Die meisten meines Volkes sind anders. Versprochen. Wenn du meinst. Oh, Feuerglimmer. Lieber zurücktreten. Das war laut. Es muss doch einen Weg rausgeben. Das
ist das da in der Wand? Was ist das da in der Wand? Es muss doch einen Weg rausgeben. Den kleineren Tunnel dort haben wir nicht probiert. Laut der Karte sollte der Ausgang da lang sein. Zu sein. Ja, fühlt sich wie ein Grab an. Mehrmals am Tag im Komplex ein und aus. Nur die Ahnen wissen, warum. Die Ahnen sind tot, Alva. Natürlich. Wie könnten sie sonst Ahnen sein? Wir haben wohl dringendere Probleme. Folge mir. Kämpfen oder vorbeischleichen. Du entscheidest. Ohne Munition kann ich nichts machen. Yeah.
Der Beutel ist voll, aber im Rucksack ist noch Platz. Geschafft. Bin gleich hinter dir. Der Eingang zum Komplex sieht aus, als wäre er verschlossen. Ich kann ihn da nicht festmachen. Ha!
Vielleicht können wir durch die Luke im Boden. Sieht wie die aus, die wir bei der ersten Station benutzt haben. Hier oben gibt es auch Kontrollen. Aber man kommt nicht an sie ran. Warte kurz. Mal sehen, was ich finde. Man muss doch irgendwie anders an die Konsolen rankommen. Für das Schloss brauche ich einen Datenschlüssel. Ich glaube, die kriege ich da weg. Dinger an den Wänden. Könntest du mich nächstes Mal vorwarnen, wenn du eine Wand hochjagst? Ich versuch's. Die Schienen am Boden führen in die Wände. Also. Dahinter ist ein Hohlraum. Aha. Das sollte helfen. Vorräte. Moment. Sehr gut. Rüberspringen. Geschafft. Ich bin bei der Konsole. Moment. Hier sind Daten. Viele. Aber gesperrt. Irgendeine Zugriffsbeschränkung. Ich muss dran vorbei, sonst scheitert meine Mission. Ich helfe, wenn's geht. Okay? Aber zuerst müssen wir hier raus. Okay, wir müssen die Luke öffnen. Mal sehen. Okay. Entsperre eine Speichereinheit. Da drin sollte eine Energiezelle sein. Da musst du irgendwie in den Generator raus. Okay, bin dabei. Das muss weg. Ich habe die Energiezelle. Thank you.
Okay. Die Türen haben wieder Strom. Du erreichst mich jetzt. Bin unterwegs. Okay. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig bedienen, um die Luke zu öffnen. Ich gehe zur anderen Konsole. Du bleibst hier. Es kann losgehen. Bist du bereit? Bei zwei. Eins, zwei. Leite Diamant rein in Schwachstellen-Testszenario 12C15 ein. Okay, dort müssen wir hin. Initiiere Umwandlungsprozess. Initiiere Biomasse-Umwandlungsprozess. Wie schalte ich dieses Ding aus? Abfallsicherung überschritten. Test kann nicht abgebrochen werden. Was ist das? Der Welt. Test abgeschlossen. Strukturelle Integrität der Diamantranken. Nicht beeinträchtigt. Was war das da gerade? Alva. Triff mich unten. Ich teile eine Datei mit dir, okay? Testprotokoll Ulme. Heute ist Dienstag. Der zweite? Ach, egal. Ich sage das für das Ende der Welt. Es ist wirklich ironisch. Wir haben Biomasse-Umwandlung entwickelt. Unbegrenzte Nahrung für unbegrenzte Maschinen. Und jetzt liefern wir uns ein Rennen mit der Zeit, um was zu finden, das sie aufhält. Tja, es klappt. Kriegsmaschinen können die Ranken nicht fressen, aber können wir sie rechtzeitig einsetzen? Gott, ich hoffe es. Ich verstehe nicht. Deine Ahnen, sie wurden ausgelöscht. Dein Vermächtnis hat nichts gesagt? Die Zeit der Asche. Aber die meisten Daten darüber sind verloren oder verboten. Nun, sie erschufen Maschinen, die alles Lebendige verzehren. Wie hast du gerade gesehen? Ein Wunder, dass irgendwas überlebt hat. Ich will das nicht wissen. Deshalb bin ich nicht hier. Ich brauche die Weisheit der Ahnen, um mein Volk zu retten. Keine verbotenen Erkenntnisse über ihre Sünden. Wenn ich nichts finde, das hilft, nichts, das ich mitbringen kann. Die Aufseher werden mich bestrafen. Oder schlimmer, Menschen werden sterben. Verstehst du das? Meine Familie. Meine Schwester. Sie war 14, als ich gegangen bin. Man konnte schon ihre Knochen sehen. Sie werden verhungern. Alva. Alva. Ich verstehe. Wirklich. Es ist schwer zu erklären, aber wir arbeiten auf das gleiche Ziel hin. Wenn ich erfolgreich bin, wird dein Volk keine Daten brauchen. Die Dinge werden einfach besser werden. Selbst wenn ich dir glauben sollte, mein Volk wird es nicht. Ich muss etwas zurückbringen.
Okay. Wir gehen zur Teststation Efeu und beseitigen irgendwie diese Ranken. Dann gelangen wir in den Datenkern. Was ich suche, ist dort drin. Wenn ich es habe, wird es vermutlich jegliche Zugänge zu allen Daten dieses Ortes freischalten. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es verstehe. Aber jedes Geheimnis birgt sein eigenes Labyrinth. Eine Wahrsagerin muss beharrlich sein. Geh weiter. Ich folge dir. Wir müssen in Bewegung bleiben. Die Teststation Efeu kann nicht mehr weit sein. Stoppen, die die Zeit der Asche verursachte? Sieht so aus. Ich habe noch gar nicht gefragt. Bist du aus der Gegend? Nein. Ich bin in einem Ort weit im Osten aufgewachsen. Ohne Toten sind wir beide weit gereist. Kalt und feucht hier unten. Das ist es. Okay. Finden wir einen Weg zum Erprobungsgelände. Dieser Komplex ist wohl die Teststation Efeu. Dann finden wir da drin hoffentlich Antworten. Es ist so still. Ja. Sei auf der Hut. Wow! Wir haben eine von den Maschinen! Die macht sich unsichtbar? Wir müssen sie erledigen, um in die Teststation zu kommen. Bist du dabei? Oh ja! Come on.
furchteinflößend, aber unglaublich. Das hat geholfen. Wir sollten jetzt in Teststation Efeu können. Es trägt eine der Metallblumen. Wurden sie auf diesem Weg verteilt? Aus der Luft fallen gelassen von diesen Maschinen? Wir sollten nicht hierbleiben. Hier könnten noch mehr von den Maschinen sein. Hier auf den Diamantranken muss es doch ein paar Daten geben, die wir gebrauchen können. Ich hoffe, dein Fokus sieht, was meiner nicht sehen kann. Oh, das ist interessant. Was gefunden? Die vierte Teststation. Weide. Sie scheint unter Wasser zu sein. Sollte ich mir irgendwann anschauen. Diese Konsole ist noch funktionstüchtig. Noch ein Protokoll. Fertig, in jeder Hinsicht. Die Ranken funktionieren. Und Kabel hat einen Weg gefunden, sie zu zerstören. Lädt man einen kodierten Schlüssel in die Einsatzkapsel, wird ein Enzym ausgelöst. Es bewirkt, dass sich die Ranken selbst zerfressen. Aber es ist zu spät. Laut den neuesten Prognosen der US Robot Command übertrifft die Reproduktion des Schwarms unsere Fähigkeit, die Hüllen abzuwerfen, um 375%. Keine Chance für uns. Ich nehme an, das verdienen wir. Ich verdiene es. Dafür, was ich hier angerichtet habe. Das wird mein letztes Protokoll vor der Evakuierung sein. Also waren all ihre Bemühungen umsonst. Ihnen ist die Zeit davon gelaufen. Zumindest haben wir das Softwaremodul, das sie entwickelt haben. Es sollte die Ranken der Metallblumen beseitigen können. Ich brauche eine Werkbank, um das Modul in meinen Speer zu laden. Bei unserem Lager ist eine. Die Karte zeigt einen Weg, der am nächsten Raum vorbei dorthin zurückführt. Vierte Teststation sein, die wir auf der Karte sahen. Sie ist wohl zeitweise überflutet gewesen. Hier drin. Wir müssen hochklettern. Bin gleich hinter dir. Verstaue ich für später. Wir können am Seil runterrutschen. Okay. Ganz einfach. Geschafft. Aber wir sollten uns besser beeilen. Nachdem wir Barbaren entdeckt hatten, bat unser Leutnant um Verstärkung. Sie könnten jederzeit hier sein. Stimmt.
Und jetzt? Jetzt gehen wir zu diesem Datenkern. Wie ich schon sagte, unglaublich, dass du es alleine mit diesen ganzen Soldaten aufgenommen hast. Aber wir sollten uns besser beeilen. Nachdem wir Barbaren entdeckt hatten, bat unser Leutnant um Verstärkung. Sie könnten jederzeit hier sein. Stimmt. Hoffentlich funktioniert dieses neue Modul. Blume. Mal sehen, ob die Software funktioniert. Die Ranken. Sie fallen auseinander. Die Tür ist jetzt frei. Nach Hause zu bringen. Demeter, Zeit nach Hause zu gehen. Zu Gaia. Der Same des Lebens. Ja. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Demeter und ihre Funktion wieder her. Getan. Mein Fokus hatte noch nie so eine Störung. Oh, ich habe eine spezielle Art von Daten gewählt, die du nicht lesen kannst. Sie hatte den Datenkern fest im Griff. Aber jetzt solltest du Zugang zum zentralen Server haben. Zum Ganzen. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Du hattest recht. Hunderte von Archiven. Fast alle davon beziehen sich auf die Landwirtschaft. Es würde Jahre dauern, alle durchzugehen. Aber diese Zeit haben wir nicht. Was du vorher gesagt hast... Alba! Stopp, nicht schießen! Beim Wort der Ahnen, sofort aufhören! Komm, schau dir an, auf wen du geschossen hast. Diese Barbarin hat unsere Soldaten getötet. Nur diejenigen, die blind geschossen haben. Sie ist keine Barbarin. Sie hat mir zu den Daten verholfen, die wir brauchen. Komm, sieh sie dir an. Siehst du es nicht? Elizabeth Sobek steht vor dir. Eine wiedergeborene Ahnin. Wahrsagerin. Wir sollten die Ahnen zurückbringen. Wir folgen Ihrem Wort, Kommandant, und nicht andersherum. Es tut mir leid, Dr. Sobek. Der Glaube unseres Volkes ist stark. Aber es gibt auch diejenigen, die nicht so vertraut mit dem Vermächtnis sind. Ihr habt die Wahrsagerin gehört. Die Daten wurden gefunden. Ihr zwei mit mir. Den Rest von euch treffen wir am Strand wieder für die Rückkehr nach Landfall. Ich kann nicht lange reden. Sie werden viele Fragen haben. Die habe ich auch. Dein Volk weiß viel über die Vergangenheit. Und über Sobek, schätze ich aber... Bitte. Ich muss es wissen. Das, was du sagtest, aufs gleiche Ziel hinarbeiten. Wie lange wird das dauern? Ich weiß nicht. Ein paar Monate? Du bist die größte Hoffnung meiner Familie. Lass dich von nichts aufhalten. Du hast mir für viele Dinge die Augen geöffnet. Dafür danke ich dir. Aber jetzt musst du gehen. Werde ich dich wiedersehen? Wir kehren bald nach Landfall des Vermächtnis zurück. Es könnte gefährlich für dich sein, dorthin zu gehen. Aber sag mir, wie ich es erreiche, für den Fall. Es liegt weit im Westen, nahe der Ruinen bei der zerstörten Brücke. San Francisco. Ja, du kennst das Vermächtnis gut. Landfall liegt auf der nordöstlichen Grenze der versunkenen Stadt.
Die Ströme rund um den Archipel sind teuflisch. Ein Zugang ist nur von Süden möglich und der wird bewacht. Versuch es nur, wenn es sein muss. Wahrsagerin, was dauert da? Bitte, geh. Wenn du noch länger bleibst, fürchte ich, nehmen sie dich mit uns. Und das würde für keinen gut ausgehen. Ich höre besser auf Alva. Ich muss Demeter trotzdem zu Gaia zurückbringen. Aber vielleicht gehe ich erst zu dieser Brutstätte nördlich von hier, bevor ich zurückgehe. Und jetzt kann ich die Drankenschneider für diese Metallblumen benutzen, die ich gefunden habe. Schön, dich wiederzusehen, Aloy. Wie ich sehe, hast du auch Demeter. Mit der Beschaffung von Äther, Poseidon und Demeter hat sich meine heuristische Prozessordichte stark verbessert. Ich sollte nun Hephaestus absorbieren können. Und wir haben bei dem Vorhaben, es aufzunehmen, Fortschritte gemacht. Auf Vals Anregung hat Beta alle erhältlichen Informationen zu Hephaestus analysiert. Seine Expansion ist gewaltig. Es ist zu groß, um es zu beamen, und der Kern, den du benutzt hast, könnte es nicht halten. Deshalb muss es an einem Standort mit direktem Kontakt zu mir bleiben. Einem Ort mit zwei Datenkernen. Zwei Kernen? Wo sollen wir so einen Ort finden, Gemini? Eine verlassene Brutstätte in der Wüste westlich von hier. Seismische Aktivität hat die ursprüngliche Konstruktion zertrennt. Deswegen wurden zwei Datenkerne gebaut. Da war ich schon. Die Tenakt markierten den Eingang als eine Art rituellen Ort. Wir müssen dich selbst hinbringen. Ich habe ein geeignetes, doch leicht sperriges Transportmittel entworfen.
Um es zu Gemini zu tragen, brauchen wir zwei Leute. Ich kann helfen. Wenn ich auf dem ersten Kern installiert bin, locke ich Hephaestus auf den anderen und stelle ihn so. Dann initiiere ich die Vereinigung. Aber für den Bau dieser Vorrichtung werde ich eure Hilfe benötigen. Kannst du es bauen? Ich denke, ich könnte, aber es wird nicht klappen. Die Zeniths werden dich finden. Minerva wird deinen Standort nicht verbergen können. Das ist korrekt. Hephaestus zu absorbieren wird einen starken Stromstoß erzeugen, der von jedem, der dazu fähig ist, bemerkt werden kann. Was, wenn wir mit mehreren Stromstößen die Zeniths in das Licht führen? Wenn Ahn, So und Kotalo sich zu anderen Brutstätten begeben und eigene Stromstöße schaffen, würde das den bei Gemini kaschieren? Analysiere. Solch eine Taktik könnte effektiv sein. Mit Betas Hilfe sollten wir ein paar leichte Impulsgeneratoren bauen können. Ich hab doch gesagt, es wird nicht klappen. Ich hab's getestet. Hephaestus hat Alpha-Freigabe aus dem Zugangsmodul entfernt. Du wirst ihn niemals fassen können. Dann brauchen wir ein höheres Freigabelevel. Aber es gibt kein... Cadferus Omega-Freigabe, die er zur Säuberung der Apollo-Datenbank und Tötung der Alphas benutzt hat. Doch um sie zu kriegen, musst du Theben finden. Den geheimen Bunker, in den er sich zurückzog, als die Welt endete. Und niemand weiß, wo er ist, nicht einmal die Zeniths. Laut ihrer einzigen Info war er in San Francisco. Mehr brauche ich vielleicht nicht. Alva, die Quinn-Wahrsagerin, sagte, ihre Leute hätten bei Landfall eine Basis gebaut. Sie suchten von dort aus nach Daten in San Francisco. Sie kann uns vielleicht helfen. Dann mache ich mich wohl auf den Weg nach Westen. Wenn ich weg bin, kannst du das Transportmittel und den Impulsgenerator bauen? Ich versuch's. Ich sehe zu, dass sie alles hat, was sie braucht. Laut Alva haben die Quen an der Küste eine Fähre, mit der sie zu den Ruinen von San Francisco fahren. Da muss ich hin. Aloy, es ist mir gelungen, einen weiteren Raum bei den Servern zu öffnen. Alles klar. An die Füße und tanzen auf Eis? Das klingt nicht gerade sicher. Aber nach Spaß. Hey Leute, du bist hier. Hast du die Quen bereits getroffen? Noch nicht. Nach all dem Ärger bei der Beschaffung der Unterfunktion ist nicht fair, dass du mit den Quen auch allein klarkommen sollst. Es ist sicherer so. Sie halten mich für Sobek oder so ähnlich. Sie werden mir nichts tun, aber zu anderen wären sie wohl nicht so nett. Wenn du meinst, sag Bescheid, wenn du was brauchst, bevor du gehst. Ich melde mich, wenn ich etwas brauche. Verstanden. Außerdem wurden alle an den Impulsgeneratoren geschult. Gut. Habe ich was von einer Reise nach Westen gehört? Wir brauchen noch eine Sache, bevor wir Hephaestus kriegen können. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich muss jetzt weiter. Ich glaube, ich weiß die Antwort. Aber brauchst du sicher keine Hilfe? Gaia hat den anderen Stamm erwähnt, den du gefunden hast. Die Quen. Sie klingen echt fies. Ich komme mit ihnen klar. In der Zwischenzeit bereitet Val dich auf den nächsten Schritt vor. Pass auf dich auf, Aloy. Oh.
Aloy. Ich hörte, du willst zur Küste. Wenn du unterwegs Vorräte brauchst, solltest du nach Schluchtrand gehen. Das ist ein Dorf des Tiefland-Clans, südwestlich des Hains, im Herzen des Dschungels. Okay. Danke für den Tipp.